Der abendliche Wahnsinn in der Familie von der Fürstenkrone. Die Welpen drehen am Abend, wenn es etwas frischer wird, kühler wird, noch mehr auf. Und dann geht das Toben los. Die Mama wartet nur auf ihren nächsten Einsatz. Und hier schon ein Teil der Rabauken. Und da geht die wilde Jagd ab. Ja. Und da heißt es, ich habe meinen Knochen, den lasse ich mir nicht nehmen. Und der Nächste versucht es. Und da ging der Rollladen runter. Was für ein Geräusch. Ja, wo? Wo geht's ab hier? Ja, wo geht's ab? Daphina und Diana, ihr zwei Hübschen. Ja, Diana, was ist mit dir? Und Camillo. Ja, und zack, einmal gekniffen und hinterher. Ja, ganz schön raffiniert, Diana, du kleines, wildes Mädchen. Und? Diana? Und da ist Kyra, unsere süße Kira. Ja, dreh den Kopf hoch. Ja, hallo. Und Julien hat was erkannt. Etwas geht drin ab. Und nur eine kleine Info. Die Hunde eignen sich auch für den Bergbau. Ich musste leider das Loch schon reparieren. Aber nichts Schlimmes, wächst ja wieder nach. Und auch hier wurde ein kleiner Schutz für die Pflanzen noch heute eingebaut. Ein beliebter Liege-, Spiel- und Abenteuerplatz kostet leider ein paar Blumen. Naja, die erholen sich auch wieder. Kein Problem. Und zu ihren Spielkameraden, den Schildkröten, kommen sie ja noch immer. Nur die haben sich wohl etwas schon zurückgezogen. Und hier frisst gerade Carlo, unser kleiner Weißer mit drei Punkten und leicht rötlichen Ohren. Und Kaya kämpft mit Camillo um den Knochen. Und wer ist noch dabei? Na klar, Diana und Selina. Ja, ab in die Röhre. Und hier vergnügt sich Daphina mit ihrem Sandschüssel. Gut für die Zähne oder was, Daphina? Und hier unsere Wippe für das Wipptraining. Und da das Rohr, wo sie ihren Tunnelgang üben. Extra besorgt. Liegt leider in der falschen Position und wird jetzt noch mal in den Spielbereich zurückgebracht. Hier, Mädels. Ja. Ja, komm durch da. Camillo. Ja, komm.